Komm doch schon, Mensch. Ich habe deine Tür fertig gebaut, ne? Hätt's mir nie. Oh, ne. Oh, Eik. Ja? Yo, ich zeig dir noch... Ich... Sonic. Was, wo bist du denn? Sonic, geh rein. Ich baue die gerade wieder ab hier. Ich hab einen Knochen. Geh bitte rein, geh bitte rein. Nee, ich baue die ab. Nein, geh bitte rein. Kannst du damit Xylophon spielen? Geh rein. Die kann man nicht abbauen. Ich will dir noch mal zeigen, kurz. Ich weiß, dann bin ich selbst eingeschlossen, du. Zu. Ja, ich würde die gern oh. Andersrum haben. Irgendjemand brennt? Ich war's nicht. Die kann man nicht mehr abbauen, ne? Ja, dann nein, du warst es nicht. Sie ist positiv, jetzt hast du wenigstens eine Tür. Ich brauche keine Tür, die mich dann aussperrt. Ey. Ja. Ich hätte die schon gern. Hast du wunderschöne Augen. Du bist genäht. Du auch. Okay, ja, ich brauche eine andere Tür. Stell dich mal hier hin, ich will was testen. Brauche ich eben eine Tür. Ich möchte. Weiß, dass Gebäudeschaden aus ist. Junge, du musst das ja anmachen, ne? Naja, über die Internetseite. Hol, dann baue ich mir eine zweite Tür. Eik ist eingesperrt. Weil die Tür. Na, weil die Tür, er kann weil die Tür bringt halt mir nichts. Ja, das heißt, ich müsste den Server zweimal neu starten. Einmal um es zu aktivieren und einmal zu deaktivieren. Nee, lass mal stecken. Vorne zweite. Kann ich? Dafür hilft Cybot dir jetzt. Ich hab ihm die eine Tür schon gebaut, komplett alleine. Ja, ich wollte die nicht mal so, ich wollte eine richtige Tür. Aber die eine Tür habe ich komplett selbst gebaut. Ich hab dich nicht drum gebeten. Ja, nur weil Eik jetzt sagt, dass ich dir helfen muss. So, ich, Ja, jetzt kleine Strafe, weil du die Tür falsch rum gebaut hast. Ey, ich hab die ja mal gebaut. Die hast du gebaut. Ey, Skinhead. Ja? Wie ist denn das mit dem Kochen hier? Feuer anmachen? Das ja? Mit E gedrückt. Bau da denn einfach einen Schranken? Das ist jetzt nicht wirklich passiert beim Jagger. Mit E kannst du es essen. So, yum yum. So, yum yum. Nom, nom. Ja, aber das sind Arme und Beine. Die schmecken lecker. Ach ja, Köpfe kannst du nicht essen. Nom, nom. Mann, jetzt habe ich ja alles schön dekoriert. Die werden zu Skelettköpfe dann. Skelettschädel. Kannst du mir kurz helfen, Holz zu holen? Herbert, wo bist du? Ich bin an deinem Arsch. Was? Ja. Was? Zensiert. Nein, du musst nicht zensieren. Alter. Das ist alles. Ich doch. Normal. Wollte ich nochmal zwei Tote schicken. Hol eine Äxte, die will ich als Haustier halten. Kann ich das? Nee. Warte. Ist gut, Tyrox, ist gut. Du musst den Cybot nicht beleidigen. Sorry. Ist das die Strafe, oder? Es war nicht so gemeint. Sehr gut, ja? Obwohl, doch, es war... Nein. Zum Glück ist PvP... Ah! Aus. Oh Gott, hier sind Graulinge! Das kriege ich jetzt mit. Ich habe keine rote Farbe mehr. Scheiße. Hey, wieso habe ich keine rote Farbe mehr? Weil es regnet. Scheiße. Oh Gott, das sind... Geh ab sofort. Ich weiß schon, wieso ich im Real-Life bei Regen hier rausgehe. Auch im Real-Life ist Regen geil. Vor allem, die rennen trotzdem alle an mir vorbei. Geil. Bei mir sind noch nicht mal welche. Jedes Mal. Naja, mindestens habe ich jetzt wieder... Wo ist mein... Da. Oh, das ist ein neuer Freund gefunden. Warte, gib mir den mal. Gleich. Bitte. Was heißt, oh, gleich drei Stück auf mich, 30. Ey. So eine blöden... Mutantas. Komm mal. Ey, du hast mir mein Fleisch gestohlen. Ja, Frischfleisch. Hier, guck mal. Guck mal dein Fleisch. Aber warte. Warte. Das wird gleich geil. Das wird episch. Da ist einer. Mittag! Ich lock die extra zu euch! Mittag! Ha ha ha!
Geh weg da, das ist meine Dach. Also Tyrox hier draußen müssten dann auch noch welche rumrennen. Ja, wieder. Ey. Kann mir jemand erklären, wo die die Füße hernehmen, für die um die Toten zu bauen? Artgenossen. Ach du Heilige. Eigentlich, solange wir das nicht auch so machen. Bald. Und wen nehmen wir? Meine? Ja, wir brauchen noch alle keine Beine mehr. Wir rollen und da sind wir schneller. Treppe fertig. So, dann brauche ich gar nicht mehr so viel Holz. Ach doch, ich muss auch das Dach machen. Scheiße. Das Dach kostet auch richtig viel. Das Bein war doch hier irgendwie. Tarbox, nicht schon wieder mit Beinen spielen. Lass mich. Haben wir mit irgendwas wegsprengen? Lecker. Was willst du wegsprengen? Meine Tür. Können schon klappen, oder mit reißt du auch die Einbauwaffe nicht weg. Gebäudeschaden ist aus, da hilft nicht mal Dynamit was. Mist. Dann baue ich einfach eine Wand drum. Hau ab, du dumme Sau, ey. Renn bloß um dein Leben. Oder ich mache ein neues Fundament. Melvin, lass die Tür erst mal so, wie sie ist. Ich bessere das aus. Okay. Ich mache morgen Vormittag Gebäudeschaden an, dann reiße ich die Wand ein und dann ziehe ich da eine neue. Das ist ja kein Problem. Oder du lässt die Tür so, wenn du sie unbedingt dort willst. Und dann mache ich einfach bloß eine neue Tür hin. Ja, das wäre besser. Gut. Dann lässt du die jetzt erstmal so, wie es ist. Und dann verbiete ich jetzt erstmal allen, die hier spielen. Melvin. Was sind das für Geräusche hier? Hilfe! 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 Was für eine geile Geräusche. Wie viel waren das jetzt? 6, 7? Ja! Ja! Da ziehst du, da lassen wir das so und ich verbiete jetzt allen, die mitspielen, den Melvin erstmal einzusperren. Er könnte kommen und helfen? Ja, wir sitzen hier oben fest, hier pümmeln 6, 7 Graue rum. Oh Gott! Sorry! Schreck mich nicht, Alter. Ist die Speere drauf? Nee, mach ich nicht. Ich hab bloß einen und das ist der verbesserte. Let's go! Also kann ich das noch? Ja, drei Stück, alles klar. Viere! Das wird. Ich guck jetzt zu. Ich guck dir jetzt ernsthaft zu. Jetzt glänzt vom Meister. Mischt euch nicht ein! Hatte ich eh nicht vor. Jo. Du sagst ja, ich soll mich nicht einmischen, ne? Weißt du, was das Witzige ist? Hatte ich eh nicht vor. Na gut, ich kann wieder weiterfahren. Ich hab keine Rüstung verloren. Ey, du sahst bei mir auch so aus, als ob du nicht mal Rüstung anhast.
So, erstmal Sicherheitsvorkehrung. Doch Eidechsenhaut habe ich und eine Skelett. So. Hier ist eine Eiche. Oh, lecker. So, jetzt muss ich mal drinnen nachgucken. Irgendwo muss er noch die Treppe hin. Die kommt hier. Der einzige, der ein gefährliches Haus, der einzige, der um sein Haus aufpassen muss, ist Tyrox. Oh. Naja, wenn man weil die Mutanten die Bäume abreißen können. Ach, das. Oder wir fällen just for fun einfach mal das Haus. Ja, was? Warum guckst du mein Fleisch an? Tut mir leid. Man kommt nie wieder vor. Das ist mein Fleisch. Deins. Sah nur extra besonders aus. Hinterfrage ich mal nicht. Ich will jetzt auch nicht wissen, welches Fleisch er angeguckt hat. Das darf nur ich. Ja, da kann man nicht so riesige Glasfronten machen. Halt. Alles mein Fleisch, ja. Weil sonst würde ich hier eine reinmachen. Wie willst du hier Glas herstellen? Du bist in einem Wald, auf einer Insel. Also ich meine so eine Front, wo halt die schön groß ist. Aber die hat trotzdem dafür gesorgt, dass kein Vieh reinkommen kann. Ja, dafür haben wir ja die Ausgucke gebaut. Diesen Knochen? Ja, nein, ich wollte das machen, weil dann könnte ich hier... Warte mal, das... Jo, ich weiß, wie ich es mache. Darf ich kurz in die Höhle genug Stoff holen? Nein. Jo, raus aus meinem Haus! Wenn, dann gehen wir alle zusammen, aber einzeln gibt's nicht. Raus, Clay, und Finger weg von meinem Holz. Raus. Ja, was denn? Das ist mein Haus. Ach so. Warte. Tür ist abgeschlossen. So. Als nächstes brauche ich da hinten die Wand fertig. Ich hab dass ihr nicht wieder so ein Clay Glück, denkt, ich kann reinhüpfen. Dass ich meine, mein Fahrgerät hier mit den feinen Bäumen treffe. Was? Na, hier dieses Transportiergerät. Für Holz, Steine und. Ich hab immer das Glück, dass die umfallenden Bäume das Ding treffen und umwerfen. Achso, gibt's eigentlich irgendeine Möglichkeit, damit ich mein Baumhaus erweitern kann? Nein, du kannst aber mehrere bauen und oder von den Teilen, wo Gornisch drauf ist, wo du einfach bloß eine Plattform hast und das kannst dann alles miteinander verbinden mit einer Hängebrücke. Warum ist es zu klein? Ja. Da stellt sich jetzt die Frage, was an dem Baumhaus direkt ist zu klein. Der Platz muss Spaß haben. Ach, alles. Kannst du keine Frau drin halten? Ja. Ja, dann würde ich sagen, Arschkarte, oder? Deswegen baut er ja neu. Er baut aus, besser gesagt. Okay. So, meine Wände stehen auf jeden Fall. Das läuft bei mir. Jo, Ike, ich bin auch schon am Wände bauen. Ich bin am Dach bauen schon. Willst du dein Baumhaus abreißen? Ja. Wieso? Ist hässlich. Lass es doch stehen als Fluchtort, falls wirklich hier wieder welche auftauchen. So, keine Mutanten hält jetzt zwar definitiv nicht mehr ab. Psst, aber. Ja, oder mach's weg und mach dir Platz für ein Haus. Haus. Wie gesagt, wir können auch gerne, wenn ich Gebäudeschaden. Oder wir können es auch gerne so machen, dass ich mal Gebäudeschaden anmache für 2 Folgen. Sprich, eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir reißen die Mauer ein und erweitern die einfach mal, dass wir mehr Platz haben. Oh Gott. So, was baue ich mir denn jetzt hier so schönes? Bau dir ein Pavillon. Ey, ernsthaft, ich du willst mich welchen. Doch verarschen. Ja, die sind am Flugzeug. Ich höre sie auch schon. Ike. Ja?
Ich hab's schön so gemacht. Ich hab einfach Zaun genommen und ein Stück Wand rausgemacht. Jetzt hab ich so was, wo ich drüber schauen kann. Ja, es sieht aber scheiße aus. Da läuft einer mit einem Molotow rein, mit einem brennenden Ball. In die Base. Molotow, ja, mit einem rennt in die Base rein. Ach so, die sind alle bei mir. Nein, die sind hier überall verteilt. Die laufen auch zu meiner anderen Seite rum. Ach so, weil bei mir sind drei Stück. Und einer ist halt mit brennendem Ball reingerannt. Nee, der ist bei mir. Ich hab ihn aufgehalten. Und ohne brennenden Ball wieder raus, oder wie? Ja, wenn das der Fall ist, dann Prost Mahlzeit. Eine Tusse ist bei mir. Ich geh zurückfahren. Stirb. Ich kann obbrüllen. Ja. Hat man vorhin gehört. Ja. Gott. Ach, diese Schreie waren schön. Ach, Tyrod. Irgendwann fängst du auch noch an zu schreien. Spätestens, wenn du den siehst, was die mal teilweise mit den Typen in den Höhlen gemacht haben. Nee. Das geht doch noch. Leute, ich hab einen Hasen erschlagen. Bleib mal heute. Du hast einen Hasen mit einem Baumstamm erschlagen? Ja, klar. Wie das letzte Mal bei dir auf dem gehosteten Server, wo ich das Reh mit dem Baum erschlagen hab. Eigentlich ist brutal. Jo, läuft. Mal ganz ehrlich, ne? Also, ich hab wieder ein Hasenfell mehr. Ike, bei mir läuft auch, weißt du wieso, mein Haus nimmt Form an. Naja, guck doch mal zu meinem rüber. Mach ich gleich. Ich brauch noch 6 Holzstämme, dann ist mein Dach fertig. Dann kann ich mit der zweiten Etage anfangen. Und wenn das Dach fertig ist, dann? Fange ich die zweite Etage an. Da brauche ich dann nur Stöcke. Wieso? Weil das dann, also was heißt eingezäunt, es wird zum Teil... Ach, du machst ein Flachdach. Ja, aber halt der Ausgang, Eingang von unten nach oben wird halt so eine Schräge. Oder ein Block, mal schauen. Ich hab da schon so meine Vorstellung. Du kannst ja bei mir schauen kommen. Ich hol mir jetzt noch schnell das letzte Holz. Oder das vorletzte, weil ich weiß nicht, wie viel das andere dann doch überhaupt kostet. Die stöhnen hier draußen schon wieder rum, das gefällt mir gar nicht. Bau erstmal bei mir hinten die Wand fertig. Oder nee, das Stück lasse ich auch, weil... Melvin noch da? Ja. Weil du so ruhig bist. Ah oh ja. Hey, können wir nochmal Dynamit holen gehen? Das braucht eine Weile, bis es nachgespawnt ist. Das weißt du. Stimmt. Das Ganze nicht immer nachgespawnt, sobald einer auf den Server joint. Beim Flugzeug ist schließlich auch alles da. Ja. Stimmt eigentlich. Hab ich gesehen. Alter! Oder wenn man in eine Welt lädt, also wenn man in eine Höhle reingeht, dann sollte auch alles respawnen. Schau. Können wir dann gerne gleich testen, weil der Tyrox muss ja eh dort in die Ecke wegen der Map. Okay. Dann könnten wir ja sagen, wir könnten eigentlich die Höhle erkunden wegen der verbesserten Axt. Ja, weil ich will die unbedingt haben, damit ich endlich sogar schon was mache. Endlich besser Holz fällen kann. Ohne Dynamit. Ja, so, Ike. Ist dann in der nächsten Aufnahme der erste Höhlengang dran. Yo, Ike, komm mal. Gleich. Warte mal, was ist deine Hütte? Ist das das Teil hier? Nee, das ist not. Das Teil da. Das ist meine, ne? Ui, sogar mit Zwischenwänden drin. Ja. Dreh dich um, Ike, dreh dich um. Wird das hier ein Eingangsbereich? Noch Hilfe. Das hier. Ich brauch professionelle Hilfe. Tyrox. Hä? Nach dir wird gerufen. Jo, Ike, ich schließe mich mal in deine Hütte ein. Ne? Das sind wieder 4 Stück, Mann. Wo denn? Wegen so einem Vieh. Also ich höre schon was, aber
Ike, soll ich für dich das Dach fertig bauen? Meine Rüstung geht aber nicht kaputt. Ich hab keine Ausdauer mehr, Clay. Hau mal bitte mit drauf. Ike, gestattest du mir, dass ich dein Dach fertig baue? Nein. Ich hau nur die Stämme rein, die da. Nein, stehen. Mach ich selber. Okay. Wollt nur die Stämme reinmachen. Wer hat denn hier hinten die Leiche geklaut, die hier hinten ich nicht. Beim Haus lag? Ich weiß nicht. Was wird geklaut? Ja, hinter meinem Haus, zwischen meinem Haus und der Außenmauer lag ein grauer Toter, der ist weg. Nee, den habe ich nicht geklaut. Ich habe nur selber welche vergewaltigt. Ich habe mir mal kurz ein bisschen Molotow gebaut. Boah, das ist geil. So. Kann ich schon? Ah, oh, wir haben noch keine Uhren. Wir brauchen Uhren. Und jetzt? Ja, ich mach hier Haus 2 hoch. Schnell den Ike seinem eigenen Haus verbarrikadieren vor Ike. Oh Scheiße, da ist der drin. Ja, ich plane es zur zweiten Etage. Türen abgeschlossen. Was sucht der denn hier drin? Lass den mal liegen, das ist mein neuer Freund. Erstmal Ike seinem Freund klauen. Ist das gerade? Ja. Warte, lass mal hin. Warte, ich muss selber gerade gucken hier. Du weißt schon, dass du das Dach wegmachen musst? Nein. Nicht? Oder ernsthaft? Hä? Ich bin fast voll mit Knochenrüstung, Lul. Wieso? Wo ging das jetzt hier nicht? Ach, jetzt. Ah, ich komm's bei mir schauen. Hä? Da ist Dach. Ist hier ein Loch drinne? Nein. Hier ist komplett Dach. Ey, das ist jetzt eine Verarsche. Ich will die ganze Zeit hier ein Loch reinkriegen. Ach so, du machst das mit dem Lochsäge-Ding? Ja. Warte, ich schau mal. Mit der Lochsäge geht's nicht. Nee. Mit diesem. Also, warte, wieso geht das nicht? Ich habe ich doch sonst auch immer reingekriegt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wegen dem Gebäudeschaden, oder? Nee. Ike, ich lass das mal, ich mache da mal nichts dran, ne? Es dürfte nicht am Gebäudeschaden liegen. Bevor ich dir nachher dein Haus wegschnetzel. Aber bei mir ist da kein Loch. Du möchtest nicht kurz bei mir schauen. Ich höre das aber die ganze Zeit, dass da was weggeht. Ja, das geht nicht. Wegen Gebäudeschaden. Sicher, dass es daran liegt? Mit der Lochsäge habe ich versucht, meine Tür. Dings. Wo zu machen. Geht nicht. Es geht nur, wenn Gebäudeschaden an ist. Hä, hey, aber im Singleplayer habe ich auch Gebäudeschaden aus und ich kann das machen. Das ist seltsam. Komm.